Heute in der Chemie zum Beispiel komme ich an die alkoholische Gärung. Und da bringe ich jedes Jahr, meine Schüler wissen das, eine Literflasche Heidelbeerwein, den ich selbst hergestellt habe, mit in den Chemieunterricht, damit jeder sich von dem Wohlgeschmack des Getränkes überzeugt. Vorsicht, jeder nur einen winzigen Schluck, sonst steigt er in den Kopf.